Hallo und herzlich willkommen zu Lies of Pi, die Lügen des Pinocchios. Ein Souls-like mit Pinocchio. Klingt komisch, ist aber so. Ich schaue da jetzt absolut blind rein. Ich habe lediglich sowohl von Sterzig als auch von Maxim gehört, dass das schon ganz geil sei. Bisher ist eine Demo draußen, aber für eine Demo ist das wohl sehr krass, was man da schon alles sieht und bekommt. Aber es gibt halt auch noch so ein, zwei Macken, aber halt so demotypische Macken wohl. Wofür ja auch Demos am Ende des Tages immer noch da sind. Ich dachte mir, ey, ihr wartet ja alle so auf Dark Souls 3? Da gibt es jetzt einfach was für die Überbrückung. Ist doch nett von mir. So. In Honor of the Great Reiter. Was? Ja. Doofe Frage, oder? Also. Geppetto's Puppet. We need your help. Es ist jetzt auch nicht hier von wegen Disney und Comic oder was weiß ich. Das ist auch schon ein bisschen düsterer und hart, aber es geht um Pinocchio. Pinocchio ist ja, glaube ich, eine der meistverwendetsten Original Stories in the world. Also in Bezug auf Bücher, Filme, Hörspiele, Comics, Videospiele. Pinocchio ist tatsächlich, ich kann mich jetzt auch hardcore irren, aber ich glaube, das ist richtig. So, schauen wir uns aber erstmal hier, alles an. Also wir sehen hier auf der rechten Seite, haben wir einen linken Arm. Mit dem können wir hauen, das ist so ein Stahlarm. Und wir haben mit Steuerkreuz nach oben etwas und Steuerkreuz nach unten etwas, was wir dann mit X verwenden. Ja. Und da drüben, da haben wir eine Klinge und einen Griff. Und rechts oben haben wir anscheinend unsere Seelen. Und links oben haben wir anscheinend ja, Leben, Ausdauer. Und was sind die drei Balken darunter? Na ja, mal gucken. Okay, ich würde sagen, wir packen uns dann erstmal nach rechts. Mom, there you are. Servus. I've been looking all over for you. Ach ja? Wie heißt nochmal dieses Setting? Dieses Goth, Industrial, Goth, so dieses... wie heißt das nochmal? Sag doch schnell. Schreib mir schnell in die Kommentare, bitte. Wie heißt das denn, wenn das so mit Dampfmaschinen ist und dann so 19. Jahrhundert, ne? Und dann aber auch mit Robotern und so einen Maschinenheftigen. Wie heißt denn das? Sag doch mal. Kann ich nicht rennen irgendwie? Ah. Okay, hier ist aber was. Interagieren. I see they got Jiminy too. Jiminy? But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krott and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Jiminy ist meine Monadenlampe. Was ist eine Monadenlampe? Habe keine Angst auch. Was? Das war wieder sehr schnell. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Okay. Tür öffnen. Grafisch sieht das aber schon nett aus. Ich muss immer ein bisschen prüfen, wo ich sitze. Ich mag das immer schön bündig am Rand. Aber soll nicht gequetscht. Naja, so. Super. Oh, können wir uns eine aussuchen? Schöne Waffe. Pfad der Grille. Ausgewogenheit. Aha, und hier sehen wir die Stats. So, dann haben wir Pfad des Bastards, Junge. Das ist mein Pfad. Geschicklichkeit. Und Pfad des Sweepers. Warum ist da jetzt Englisch? Stärke. Ja, also Pfad des Bastards, Digga. Das ist halt so anfällig, schnell. Nehmen wir, Entschuldigung. Pfad des Bastards. Geschicklichkeit. Möchtest du fortfahren? Klar. Griff eines Winterrapiers. Okay, mit Y und LBY. Das seht ihr jetzt. Rechts unten.
Mit Y und LBY können wir Sachen machen. Wahrscheinlich Attacken. Okay, unser Arm ist überstark. Krassomatico. Boah, war es ganz schön dunkel, das Game. Ah. Aber cool, dass hier... Oh ja. Okay. Hier ist einfach Mord und Totschlag. Hauptbahnhof von Krat. Digga, hier sind überall Leichen. Was ist passiert? Okay, der sieht nicht gesund aus. RB, normaler Angriff. RT, Spezialangriff. Okay, ist einfach der Oberwachtmeister-Roboter. Hammer. Nehmen. Fabelkatalysator. Okay, also ich muss sagen, Junge, ich bin voller Blut. Also so... Hä, wie geil sind die Gegner? Das sind einfach so Nussknacker-Boys. Halb Mensch, halb Roboter. Oh. Also ich muss sagen, grafisch und auch so das ganze Setting wirkt sehr cool. Junge, ist einfach Hamburger Hauptbahnhof hier, oder? Okay, aber können wir irgendwie sprinten? Blocken LB, Sprinten ausweichen B, Zusatztasche A, Waffe wechseln. Okay. So, hier ist ein Item. Ja, moin. Danke. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um LP wiederzuerlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Okay, das ist unser Pot. Und den füllen wir auf, indem wir Gegner killen oder angreifen. Aber wenn du das Maximum erreicht hast, wird sie entladen? Also wenn ich jetzt Pfeiltaste oben drücke und ich bin Full Life? Ah ne, X. Und was ist das? Was bringt das? Oh. Ah, ich stich. Okay, RT ist einmal zustechen, dann zurück. Schau. Können wir parieren? Können wir schleichen? Nee. Okay. Wild. Wildes Game. Okay, die können aber gar nichts, die Boys. Junge, dem gehen einfach die Lichter aus. Habt ihr das gesehen? Seine Augen gehen. Naja. Aber warum bluten die? Wisst ihr, was ich meine? Was ist hier los? Das sind doch eigentlich Roboter, oder? Aber hier, also hier ist auch reinster Bürgerkrieg, Aufstand, Krieg, I don't know. Du benötigst Schlüssel, okay. Aber geil mit den Blitzen immer, wenn es dann kurz ein bisschen heller wird. Finde ich sehr cool. Monadenlampen beleuchten deine Umgebung. Okay, schalte mich ein. Wie denn? Warte mal, mein linker Stahlarm. Der hat... Oh! Hoppala. Oh. Okay. Wie mache ich die Mondlampe denn an? Zack. Und weg mit dir. Sägezahnrad. Klingt auch ein bisschen nach Crafting. Generell, ich glaube, das Thema Roboter, vielleicht auch im Hinblick auf Waffen oder irgendwie Modifikation am Arm oder an einem selber... Könnte interessant werden. Jetzt halte ich A gedrückt. Letzte Zuflucht. Achso, nee. Mondlampe. Wir probieren einfach ein bisschen aus. Oder? Also das hier habe ich... Achso. Da hängt die. Guck mal, da ist die rechts daneben eingeblendet. Ah! Ist einfach Maustaste runterdrücken. Aha! Okay, jetzt der dran. Also ich finde das Gegnerdesign ziemlich geil, muss ich sagen. Also generell, das Setting holt mich voll ab.
Aber was hat das mit Pinocchio zu tun bisher, ne? Lügen wir schon? Ja, wir kommen zum Hotel. So, ich habe das Gefühl, hier. Ich hör schwere Schritte. Termit. Gürtel benutzen. Ah, jetzt sagt das mir. Okay. Oberen Gürtelslot aktivieren. Pfeiltasten nach oben, Pfeiltasten nach unten, unteren. Gürtelgegenstand benutzen. X. Rüstegegenstände aus. Ja. A gedrückt halten für Zusatztaschen. Und dann. Okay, das sind so Schnelltasten wie bei Elden Ring. IC. Übrigens, die blaue Leiste lädt sich auf. Oben links. Und den linken Stahlarm würde ich gern mal benutzen. Hier sind ja schwere Schritte. Das heißt, hier ist ein großer, fetter Gegner. Können wir da mit dem Stahlarm was machen? Warte mal. Warte mal. Seht ihr? Rechts unten über meinen Waffen. Warte mal. LB und Y. Ist das Parade? Und da ist auch so ein blauer Strich. Vielleicht ist das so eine Timing-Orientierung. Wenn die rot wird, muss ich das machen. Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, der große Balken da drüber. Kann es sein, dass sich die Sachen abnutzen und wenn ich diesen Schleifstein hier benutze, wird es wieder scharf? I guess. So, und LBY probieren wir jetzt mal aus. Juhu! Tödlicher Angriff von hinten. Hinter dem Feind, RB. Das finde ich geil, dass es angezeigt wird. Ne? Also, dass da dieses orangene oder rote Zeichen dann aufploppte, dass man weiß, ab wann es triggert. Weil das fand ich bei Dark Souls 1 und 2 immer so schwer. Wann bin ich genau hinterm Gegner und wann. Okay, warte mal. LB ist blocken. Okay. Das war ein bisschen zu. Ich glaube, das Parieren. Tu es. Wieder zu früh. Scheiße. Okay, wenn er so richtig heftig ausholt. Ja. Oh ja. Toll. Okay. Also parieren geht. Aber zu welchem Preis? Na gut. Ist, glaube ich, aber erstmal. Was höre ich denn hier für Steps? Das ist der Bahnhof? Ist, glaube ich, erstmal unsinnig. Aber parieren ist immer Master Race bei Souls-like Games. Oh, hat sich gereimt. Notiz eines Passagiers, you know. Wenn jemand diese Notiz findet, dann sollte die Person den Bahnhof verlassen und weglaufen. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Das sind wahrscheinlich die Steps, die wir hören. Okay. Und reindrücken ist springen. Okay. So, den stechen wir erstmal ab. Okay, also wir staggern die gut durch. Oh. Ah, jetzt haben wir wieder Healing Potion hergestellt. Das war das Geräusch dafür. Dann schärfen wir nochmal. Das könnt ihr nicht sehen, aber ist auch nicht wild. Dann machen wir die Lampe an. Ach so. Verstehe. Was ist das? Trübes Ergo-Fragment. Hier ist der Fahrplan. Alles gecancelt. Okay. Also das sind Puppen. Ja klar, Pinocchio. Ich bin ja dumm. Aber da liegen auch echt viele Leichen unten. Okay, ja, dann gehen wir mal zu den Warteräumen, wa? Muss ja. Oder? Erster Bossfight. Überall in Krat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen.
oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Okay, also Shortcuts freischalten, I see. Junge, ist geil. Also bisher fühle ich mich sehr abgeholt. Wir hatten hier einmal so ein Souls-like, das war, glaube ich, war das in diesem Jahr schon oder Ende letzten Jahres? Das war auch in so einem Setting. Also nicht so mit Puppen, aber dieses industrielle, goth-mäßige, so. Das war sogar, glaube ich, ein Placement. Und das war auch ganz cool, aber halt auch nur auch ganz cool. Also es war ganz nett, aber es war jetzt nicht der Überhit. Oh, das sind keine Schritte, das sind die Punches. Ja, den machen wir, oder? Oh, warte mal, wenn das ein Shortcut ist, kann ich hier vielleicht dann speichern? Okay, hier haben wir die verprügelt, ja gut. Ich weiß nicht, wann wird denn gespeichert? Okay. Oh ja, das ist eine Oberwachtmeister-Puppe. Komm doch. En garde. Ah, shit. Ah, shit. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Okay. Ich habe aber gleich das Healing auf ihr Dings. Ich habe gleich das Healing aufgeladen. Aber RT ist schon verlockend. Gleich ist Healing voll. Ach, das sind oben die blauen Stäbe. Oder? Nee, das füllt sich. Eins, zwei. Eins. Machen wir den Zweier. Nur beim Zweier greife ich an. Eins, zwei. Shit. Eins. Eins, zwei. Okay, ich brauche erstmal wieder Platz. Jetzt wird getryhardet, Leute. Eins. Zwei. Eins, zwei. Eins. Okay. Wenn ich nah dran bin, macht er immer nur einen. Eins, zwei. Das ist ein Einer. Eins, zwei. Machen Einer. Das war greedy von mir. Zwei Schläge sollte ich nicht machen. Eins, zwei. Das wird ein Einer. Ah, nicht ganz gepasst. Mal ein Zweier. Eins, zwei. Okay, gleich haben wir ihn, Leute. Geduld ist eine Tugend bei Souls-like. Eins, zwei. Zack, weg mit dir, Digga. Schlüssel zum Haupteingang des Bahnhofs. Und ach, Mann, warum muss es immer so schnell weggehen in solchen Spielen? Also in letzter Zeit spiele ich nur solche Spiele, wo das immer so... Boom, Textbox, weg. Kann man doch drücken. Kann man doch einfach wegdrücken. Liebe Game Designer innen, Digga, bitte. So, vielleicht im Menü Ausrüstung. Amulett. Was haben wir? Wir haben Schlüsse bekommen. Was ist das? Konverter? Okay. Schleifer. Tatsächlich. Repariert Waffenhaltbarkeit. Hm, interessant. Die Waffenhaltbarkeit sinkt jedes Mal, wenn du Feinde mit deiner Waffe angreifst. Ja, okay. Wenn die Haltbarkeit niedrig ist, sinkt der Angriff. Wenn die Haltbarkeit null ist, wird die Waffe zerstört und kann nicht mehr mit dem Schleifer repariert werden. Krass. Im Kampf ist der Schleifer die Rettung. Okay. Kostüm. Okay.
Ja, es tut mir leid, ich habe leider das nicht so schnell lesen können. Ihr könnt halt pausieren, ich nicht. Wir sehen aber mucho bueno aus, ne? Naja. Gut. Dann haben wir jetzt den. Aber Healing ist ja echt rar, krass. Dann haben wir jetzt den Schlüssel. Warte, dahin war ein Item. Dann haben wir jetzt den Schlüssel für den Haupteingang. So viel konnte ich lesen. Okay. Jetzt wäre, also jetzt die Frage, was ist mit Leuchtfeuern? Was ist das hier? Ich hatte irgendwann einen Trailer oder so, First Look. War das bei irgendeiner. Nee, die E3 gibt es ja nicht mehr. Aber bei, ich glaube, dieser Gamescom. Na, nee, wie heißt das? Was bei der Gamescom immer diese Messe. Nee, nicht Messe. Wie heißt sowas? Convention ist? Nee, auch falsch. Also einfach so ein Abend, wo dann so dieser Geoff Keighley oder wie der heißt, da moderiert und erzählt, was kommende Spiele sind. Und jeder Publisher kann da sich einklinken und seine Spiele vorstellen. Und da habe ich das gesehen. Und das sah ganz weird aus. Stargazer. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. Das sind die Dinger, mit denen wir uns healen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Okay. Gut. Alright. Ach so. Ja, mach doch. Aha. Muss man zweimal. Wie bei Dark Souls 2, wa? Oder nee, Dark Souls 1 war das. Bei 2 war es besser, glaube ich. Muss man es einmal anwählen und sich dann hinsetzen. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Die Ressource, die wir kriegen von gefallenen Gegnern, können wir hier verwenden, um zu leveln. Hä? Aber die Kraft des Stargazers hält dann nicht ewig? Wie? Wenn ich level, hält es nicht ewig? Oder ist es doch nicht leveln? Stufenaufstieg. Okay. Maximale Ladung. Erhöht Legion und Gewicht. Ach so, was wir schleppen können. Entschlossenheit. Physischer Angriff. Aha, Technik. Fortschritt. Okay, wild. Ich würde sagen, erstmal ein bisschen Vitalität für mehr Leben. Und dann Entschlossenheit. Ich weiß halt noch nicht, worauf wir skalieren und so. Wir machen erstmal Vitalität. Also anscheinend mit Geschicklichkeit geht man auf Stärke und Technik. Nicht genug Ego, ja. Oder Ergo. Genug Ego habe ich. So. Super. Klasse. Jetzt haben wir deutlich mehr Leben. Okay. Ja, ab zum Hotel. Ist es das? Welcome to Krat. Okay. Oh, Digga, totes Pferd. Okay, wie linear ist das Level-Design? Wirkt schon sehr linear. Aber ist er da noch klassisch und gut? Oh, der schlägt Alarm, wa? Eieieiei. Oh. Digga, 80 Hunde? Ich bin Dodge Master 3000. Komm und ergib dich. Ah, da hat er mich. Entschuldigung, das war bestimmt laut. Ich weiß halt nicht, wo. Ich kann nicht rennen, okay?
Okay, das waren erstaunlich schnell, erstaunlich viele Gegner. Ach, du dumme Scheiße, du bleibst jetzt liegen mit deinem Kerzenständer. Und du auch. Immerhin stagger ich die alle. Sonst wäre es echt Katastrophe. Krass, die stehen einfach auf, deswegen sehe ich die nicht. Die liegen hier rum, die Schweine. Dahin auch. Boah, sind aber auch derbe viele, ey. Aber hier ist ja alles komplett Endzeit-Szenario. So, die Puppen regieren. Der hört das gar nicht. Kriegt er gar nicht mit. Das sind auch so Fragmente, check ich gar nicht. Wurfobjekte. Ja, brauche ich nicht. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier die Sachen schärfe. Okay, wir haben jetzt verschiedene Wege. Wir können da lang, wir können hier runter, wir können da hoch. Hier können wir nicht rein. Hier ist ein Item. Zwei Items. Ja, Katalysatoren und irgendwelche Fragmente kriegen wir immer. Irgendeine Times-Ausgabe. Die große Ausstellung von Kratos ist verschoben worden. Die Entscheidung wurde getroffen, um Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Okay. Während die Ursache nur unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigt die Werkstatt und die Firma Venegi Kratos größte Puppenfabrik an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellt. Okay. Krass. Also Puppen sind ein zentraler Punkt der Gesellschaft anscheinend in diesem Universum. Wahrscheinlich in Form von Hilfskräften. So, die supporten die Menschen im Arbeitsalltag, whatever. Können jetzt noch einmal leveln, aber dann respawnen alle. Da habe ich keinen Bock drauf. Naja, und die sind hier wahrscheinlich außer Kontrolle geraten. So ein bisschen wie bei iRobot. Was? Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Kennt ihr noch iRobot, Alter? Der Film ist auch schon ein bisschen alt. Abfahrt. So, wer will aufs Maul? Okay. Aber guck mal, jetzt habe ich... Warte mal. Ich glaube, wenn ich oben die blaue Leiste irgendwie voll habe, lädt sich unten rechts auch die blaue Scheiße auf. Ach, ich glaube... Okay, ich glaube, es ist so. Ganz, also die rechte Fähigkeit LB und Y ist dieses Parieren. Und das kann ich einsetzen, wenn ich oben links mindestens einen blauen Balken gefüllt habe. Aber ich glaube, er wird nicht verbraucht. Nee. Also es ist nur so die Voraussetzung. Und die Y-Attacke, dafür brauche ich drei blaue Balken. Okay, mashallah, und die werden verbraucht. Ach, wahrscheinlich wird LB plus Y auch verbraucht. Nur halt... Wenn es erfolgreich war, das Parieren. Krass. Okay, wir haben so eine Spezialattacke. Schön. Gut. Dann killen wir den jetzt. Ne, bleib mal liegen, Gigi. Zack. Hier geht's auch noch lang. Und hier geht's dann runter. Und da kann ich einen von hinten abstechen. Ein Fernkämpfer. Perfekt. Da sind noch zwei. Okay, und hier lang? Ey, ich finde das Game bisher echt sehr gelungen. Ist noch relativ basic oder ich sag mal, okay. Noch nicht so absehbar, wohin es führt und so die Kernmechaniken sind auch noch nicht so klar. Aber ich glaube, ich bin zumindest an dem Punkt, wo ich sage, das hat echt Potenzial. Wobei ich auch gehört habe, dass so ein paar Sachen an der Demo nicht so geilo sind. Nicht so geilo Mariko. Hoppala. Oh, und ich kann Fässer zerstören. Super. Okay. Was haben wir hier? Trübes Ergo-Fragment. Ach, das sind Ergo-Fragmente. Ergo ist ja die Währung oben rechts. Das heißt, das ist so wie Seelenpuppen. Versteh doch. Zack. Super. Perfekte Blocker kurz vorm Treffer. Ach, man kann auch so parieren ohne LB und Y. Einfach nur normal LB. Aber dann ist wahrscheinlich nicht so strong. Das ist so ein super Parieren unten rechts, wa?
Okay, und wie fühlt sich die blaue Leiste? Boah, ist auf einmal ein raues Lüftchen. Ah, kann ich jetzt hier von außen aufmachen? Nee. Okay, krass. Oh, hier ist die See. Heftig. Okay, wo kann ich überall lang? Da lang? Aha. Kann ich da rüberspringen? Dass unsere Gesellschaft sich 2023 immer noch nicht weit genug entwickelt hat, dass man in so einem Spiel springen kann, ohne B gedrückt zu halten, L noch in die Richtung zu drücken und dann L reinzudrücken. Und jetzt werde ich noch gecockblockt. Fabelkünste. Y. Benutze Klingenfabelkünste. Y während des Blockens, verwende Grifffabelkunst. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl an Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Okay, also das ist quasi wie ein Elden Ring, das, ja, Mamma Mia, wie ein Elden Ring, dass jede Waffe sein eigenes Moveset hat, klar, aber auch eine spezielle Fähigkeit. In Elden Ring braucht es, ich glaube, war das Mana? Und hier ist es halt durch Angriffe generierende. Was ist das denn? Was? Wenn der so rot ist, kann man wahrscheinlich nicht dodgen, wa? Oh. Ha, gedodged. Na komm doch. Oh shit. Es ist sehr unvorhersehbar, wie die zuschlagen, weil die halt so übertrieben ausholen und so, weißt du, so unmenschlich. Oh, ich sterbe. Ich soll. Oh. Scheiße. Ich würde gern. Ich mach das jetzt. Pass auf. Okay. Ich habe jetzt zwei so eine Kacktränke gewastet, weil ich parieren wollte. Ist doch scheiße. Oh, Waffenhaltbarkeit. Jetzt geht das auch noch los, ey. Mann. Mamma mia. Dem ist was abgefallen. Jetzt muss ich so giga tryharden wieder, weil ich keinen Pot hab. Oh, da bin ich tot. Ja, schade. Okay. Hat er gut gemacht. Lie or die. Ah, in die Nase von Pinocchio. Komm in meinen Mund. Super, hat geklappt. So, jetzt muss ich alle wieder killen. Aber ich habe Fragmente, die ich poppen kann, zum Leveln. Wenn ein Charakter stirbt, wird an dieser Stelle das Todesergo fallen gelassen. Er hat ein verlorenes Ergo zurück, indem du dieses Todesergo, nennt es doch Ego. Naja, wenn Feinde dir vorher Schaden zufügen oder dich erneut töten, verringert. Leute, selbst wenn die mir Schaden zufügen, verringert sich die Menge, die ich wieder aufsammeln kann? Das ist geil, das ist neu. Und da steht auch oben, das finde ich cool, wie viel man einsammeln kann, wie viel ich fallen gelassen habe. Das fehlt bei Dark Souls. Naja, aber ich habe ja auch den dritten noch nie gespielt. Ich poppe Sachen. 100 nur, 400, okay, aber die 300. Alle. So, das reicht für ein Level. Ja, dann machen wir jetzt mal Technik. Zack. Bei Technikfragen, Technikfragen. Ich habe von Stechsterzig gehört, dass man nicht einfach durchrennen sollte bei den Gegnern, weil die nicht resetten.
Ist insane. Die rennen ein, endlos weiter hinterher wohl. Na gut, so. Step by step. Wo sind die Schweine? Ich muss ja auch nicht alle killen. Oh. Der war noch nicht ganz durch. Okay. Die dodgen wir. Jetzt gehen wir hier hoch. Machen die beiden. Den bringen wir um. Wir bringen ja niemanden um. Aber ihr versteht. Okay. Warte mal, oben rechts läuft so ein Timer. Während der Gegner zugehauen hat, lief da so eine Animation, oder? So, trigger ich jetzt hier noch wen? Ich denke nicht. Jetzt der. Kann ich jetzt hier so droppen? Ja. Leute, setze ich wieder hin hier oder was? So, ich darf mich nicht hitten lassen. Hab ich ja keinen Bock drauf. Ich will die volle Summe. Gut, haben wir. So, und jetzt machen wir keine Spielereien. Ich sag, wie es ist. So, Lost Ergo Recovered. Geil. Lost in Space, Digga. Weiter geht's. Du willst aufs Maul, ja? Na klar, können wir... Okay, wir haben gleich die Leiste voll. Oh. So, jetzt geht's ab. Ah, und wir können ihn ultra hart staggern, sodass er taumelt. Okay, und dann konnten wir ihn, glaube ich, finishen. Jetzt habe ich rechts oben nicht auf die Animation geachtet, ob da jetzt wieder eine war. Aber können wir gleich nochmal checken. So, geradeaus. Junge, nicht mal die Zäune sind in neuem Lot. Was ist das für ein Ort? Ja, I know. Ein optimaler Ort, um das Ziel zu beobachten. Redest du mit mir? Oh. Ich vergesse mal. Ja, gut. Ach so, ein optimaler Ort, um das Ziel zu beobachten. Das ist das Hotel. Verstehe. Oh ja, LT müssen wir auch mal ein bisschen... Haben wir noch gar nicht, ne? Wirkt wie eine Art Grab. Können wir hier hoch? Nee. Aber echt ganz cooles Design. Also... So, wir grabben den mal. Ich hau den einfach. Hä? Okay. Der hat keinen Kopf. Okay. Da ist ein Hundi. Kommt aber nicht. Termit. Gut. Ah, krass. Healing lädt sich erst auf, wenn das letzte, glaube ich, verbraucht ist, oder? Kann das sein? Ich höre entweder Wind oder Hunde bellen. Ah. Servus. Schön. Auch schön, wie man schön, ne, ja, mehrere treffen kann. Oh. Ach so. Okay. Ach, hier sind wir jetzt. Gut. Jetzt hätten wir einen Shortcut freigeschaltet. Nee, haben wir nicht. Na gut. Aber, ja. 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 Schatten sind schon nicht so krass in dem Game, oder? Also es gibt einfach kaum Schatten. Fällt mir gerade so auf. Also es gibt dunkle Bereiche. Oh, hoppala. Kommt er näher hier. Na gut. So. Da hoch oder hier runter? Ich würde erstmal runter.
Ah, okay, die kann man nicht finishen. Gut. Hier geht's gar nicht weiter. Gut. Dann hoch. Ist das ein Zirkus? Oh, das wäre super. Geil. Super toll. Ja, mach auf. Dann müsste ich doch jetzt hier wieder am Anfangsplatz sein, oder? Ja. Ja. Pass auf, dann level ich jetzt heftig. Hä? Nee, da war jetzt wieder das Symbol. Hm. Na gut. Ja, dann investieren wir jetzt in Aktien, Digga. Nein, Spaß, in unser Level. Technik. Komplett auf Damage geben wir. Nee, einen Leben, oder? Ja, vielleicht auch Ladung. Ja, noch haben wir keine Rüstung. Ausdauer. Um 4 erhöht. Nochmal einen Leben. Okay. Das sind jetzt einige Level. Einige. Der Falco? Jawohl. Oh, der pennt. So. Dann, wo geht's los? Hier. Oh, ich renne falsch, oder? Ja, ich renne falsch. So, dann mache ich den weg. Ja, das sind jetzt safe immer 3 Hits. Quasi. Servus. Alter, richtig ins Arschloch. Ist schon nice. So. Und jetzt du. Okay. Und da oben ist der Shortcut. Jetzt kommen wir wieder ganz schnell dahin, wo wir aufgehört haben. Oh. Ah, doch. Also dieser RT ist schon ganz geil, weil der sticht einmal zu und dann dasht halt zurück. Aber er hat jetzt auch nicht die Giga... Nee, hä? Ach nee. Geradeaus und dann rechts. Right. Dahin liegt wieder ein Item. Scheiß drauf. Hier rechts. So. Super. Und jetzt über die Brücke und da sah es aus, als ob da irgendwie ein Zirkuszelt ist oder so, ja. Oh nein. Eine mächtige Puppe. Eine mächtige Puppe. Wer ist er? Hallo? Welcome to Krat, Visitor. Hä, du bist einfach die einzige Menschenseele hier. Aha, Stalker. Kämpfen gegen Puppen. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. Okay. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Okay. Also es ist so, wie ich dachte, ne? Wie es vermuten lässt. Geschenk? Was ist das Geschenk? Naja. Also, hier ist alles zusammengebrochen. Und jetzt müssen wir... Alles, was übrig blieb, sind nur noch irgendwelche Abenteurer, die hier allein fighten. Okay. Elektroblitz-Schleifmittel. Erfüllt vorübergehend die Waffen mit Elektroblitz. Machen wir Elektroschaden, wa? So, und das Ding haben wir ja. Können wir das du-wielden? Ah, da steht das Scaling. D, Entschlossenheit. B, Technik. Das Ding übrigens auch. Und das Ding hat ist eine Quality-Waffe. Okay. Ja, gut. Holen wir die, wa? Ah, ich verstehe. Das ist wie... Quarz? Nee, wie hieß es nochmal? In Dark Souls? Kann man auch immer die Waffe mit irgendeinem Scheiß einschmieren. Vorübergehend. So, das heißt... Wir rüsten das aus. Ach, dafür brauche ich auch die Katalysatoren.
Lädt Fabel schnell auf. Aha. Okay. Was haben wir? Ich guck mal kurz, was das alles so bringt und macht. Wurfobjekte könnten wir gegen den Boss jetzt probieren. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Machen wir mal. So. Das ist einmal Sägezahnrad. Das ist einfach nur ein Geschoss, I guess. Und dann Termit. Verursacht Feuerschaden. Okay. Und skaliert mit Fortschritt. Farbekatalysator. Okay, ich glaube, der lädt meine blauen Balken auf, ja. Und das ist ein Notfallreparaturwerkzeug. Stellt die Haltbarkeit sofort wieder her. Okay. Gut. Scheiße, ich bin dumm. Das wollte ich nicht. Ich wollte das. Jetzt habe ich nur zwei Healing. Naja. Gut. Wurfgeschosse. Termit. Abfahrt. Habe ich hier noch irgendwie... ein Safe Space? Ja. So mit dem Stargazer. Na gut, Abfahrt, komm. Erster Bossfight. Das andere waren Minibosse. Der eine. Oh, mit Cutscene. Hoho, Festival. Von Krat. Tolles Festival. Kommen wir mal gerne. Ah, das sieht ein bisschen nach Bioshock aus. Danke. Ach du Scheiße. Das ist ein Riesenclown. Das ist ja ein Albtraum. First try, oder? Gehen wir auf First try. Eieiei. Oh, macht aber nicht viel Damage. Okay, also... oh. Shit. Okay. Nein! Ach, bin ich dumm. Okay, Abfahrt. Ich habe kein Healing mehr. Was ist das denn? Asiatische Schriftzeichen, warum? Er hat keinen Kopf mehr. Okay, jetzt macht er keine Gefangenen mehr, wa? Daneben. Ein dummer Vollidiot. Ciao. Verneige mich. Das war ja Affen-Obertitten-geil. Nassarsch-geil war das. So. Dann schärfen wir jetzt nochmal. Zack. Was haben wir alles bekommen? Ich hab's nicht gesehen. Okay, ja. Ich hab ihn. Ah, nee. Sophie, hallo. Sophia. Ich hab ihn gemacht. Und jetzt? Geht's direkt weiter ohne einen Stargazer? Na gut, müsst ihr wissen. Steht er auf? Nö. Huch. Reden? Puppen verboten, keine Energie mehr. Okay. Das kann man soundtechnisch habe ich es hier gehört. Naja. So, was steht hier? Hotel Krat, der größte Luxus, den Sie erleben werden. Sogar das ist instant wieder weg. Gönnen Sie sich den Genuss eines unvergesslichen Tages. Ja, gerne. Und Hotel Krat ist dann so zweites Level, ja? Wir sind eine Puppe.
to get inside. Wir müssen lügen. You're a special puppet after all. Lol. Okay. Und was hier unten? Da ist noch ein Item. Da auch. Das ist ja absolut wild. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich so eine Key-Mechanik von dem Game mit rein. Bisher war ja alles sehr basic, aber sehr solide, finde ich. So, jetzt nichts Weltbewegendes. Ja? Alles schon mal irgendwo gesehen. Nur in einem neuen Setting. Und was recht schick aussieht. Nur es fehlen Schatten irgendwie, finde ich. Also, die sind so ganz leicht. Naja. So. In diesem Hotel sind Puppen verboten. Ja, aber Puppen regieren doch hier die ganz grad gefühlt. Also, was heißt regieren, ne? Aber versteckter Mondstein? Der Mondstein war nicht... Wer soll das lesen in der Zeit? Das ist ja... Dann lasst es doch einfach. Also, dann lasst es doch einfach und dann guckt man sich das im Menü an. Aber warum blenden die es ein? Nur um es nach 2 Sekunden, 3 Sekunden wieder auszublenden. Niemand liest es so schnell. Crazy. Türklopfen. Wer bist du? Mensch. Viertes Gesetz des großen Bunds. Eine Puppe kann nicht lügen. Ah. Das war einfach. Aber wir sind doch auch keine Puppe, oder? Nur weil wir so einen Arm haben. Deine Federn reagieren. Meine Federn? Ach, Federn, Gelenk, so, weißt du? Weil ich gelogen habe, oder was? Hä? Okay. Oh, da geht's noch weiter oben drauf, bestimmt. Lies of P. P wie Programm. Oder Prostata. Panorama. Aber nicht das, was ihr denkt. Wiederbelebung durch... Scheiße. So. Was geht hier? Ist sie das? Das ist auch so typisch Dark Souls-artig, oder? Irgendeine junge Maid, die übersinnlich mit einem kommuniziert und spricht. Und irgendwie führen einen die Wege zu ihr. Und auch die Stimme, oder? Ist der Original von... I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. Ja, ja. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. Wir müssen Geppetto finden, Digga. Der hat Pinocchio gebaut. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krop is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Dieses Viertel hier ist eins der gefährlichsten. Ich dachte, es sind Puppen verboten im Hotel. Oh, kämpfen wir auch gegen Menschen? Klar. Oh, das könnte richtig brutal werden gegen Menschen. Eine Taschenuhr kriegen wir. Krot ist ein Labyrinth von Peril right now. This watch will guide you to a safe place. Okay. Be careful. Oh, ich hab richtig Bock weiter zu zocken. Scheiße, aber wir sind jetzt auch schon eine Stunde bald drinne. Look at Gemini. I think he's in shock. She's fine. That's proof you're broken. The real... I'm no inventor. But perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Okay. Mondphasentaschenuhr. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge... Sands of Time Mechanic? Prince of Persia, Sands of Time. Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Seltenes Ergo. 5000, das haben wir vom Boss bekommen. Okay, ich sehe die Taschenuhr nicht. Doch, da. Ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Ah. Okay.
Cool. Und hier, das ist auch ein Stargazer. Ja, super. So, hier ist die Lobby. Aber das ist doch auch eine Puppe. Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt doch gerade gesagt, im Hotel sind Puppen verboten. Mein Name ist Polandina, Butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service at Hotel Krat. Comfort and calm. Bla bla bla. To Hotel Krat. Kaufen. Aha, Farbekatalysator, Legionsmagazin, Sägezahnrad. Gut, ciao. Ich finde krass, dass man auch verkaufen kann. Da ist jemand im Rollstuhl. Er ist aber auch wirklich geiles Leveldesign, finde ich. Servus. Du bist Lady Antonia, ja? Unexpected guests are welcome. Hallo, Reefed. We don't insist on reservations. I am Antonia. Oh, die ist auf einem and Auge blind. This is my hotel. Oh, I knew from the moment we met the Georgia Petto's puppet. Die wissen einfach, dass ich eine Puppe bin. Ich dachte... Screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. Und kam nie zurück. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. It comes with a long story. Please find that old man. Okay, also die Story erstmal. Neue Klamotten. Und eine Geste. Die Story erstmal ist, wir sollen unseren Erbauer, was weird ist, weil sieht halt sehr menschlich aus, aber ist vielleicht einfach Haut drüber gezogen. Latex, ihr wisst. Was die für Tricks da zu der Zeit haben, weiß ich ja nicht. Wir müssen Geppetto finden, unseren Erbauer. Und wir haben Equipment bekommen. Ausrüstung. Hier, linker Stahlarm. Skaliert mit Entschlossenheit und Technik. Sorgt für starke Schläge. Teile für die linke... ja. Geppettos Name ist schwach auf ihn eingraviert. Ich glaube, dieser Arm ist so das Markanteste am ganzen Charakter und das Speziellste. Und das, was so am ehesten nach Puppe aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass hier auch noch krasse Key-Mechaniken dazukommen. Amulett haben wir nichts, oder? Nö. Aber... was ist denn mit Klamotte? Wir haben noch Klamotte gefunden. Kostüm. Süß. Wir sind jetzt Matrose. Oh, das weiß ich aber nicht. Ich muss sagen, also es gibt keine Ausrüstung. Das heißt, dieses ganze Segment Rüstung optimieren, auch dass Rüstungsteile einen Helm, einen speziellen Effekt haben kann, das fällt alles weg. Das finde ich sad, muss ich sagen. Ja. Und auch für die ältere Generation, das finde ich sehr traurig. Fast schon enttäuschend. Aber dafür haben wir einen Stahlarm, I guess. Ich wurde letztens übel geflamed, weil ich, geflamed vor allem, weil ich zu wenig Deutsch spreche. Also ist ja ein deutscher Kanal. Und dann soll ich doch bitte Deutsch sprechen. Ich sag die ganze Zeit, I guess, ist mir auf. Also hat die Person gesagt. Okay, die sind alle krass beeindruckt von einem. Anscheinend sind wir eine sehr geniale Puppe, wo man optisch das gar nicht an direkt sieht. Ja. Okay, und sie kann hier craften? Ui! Boah, da auch die fetten Schwerter, Junge. Boah, Alter, überall Waffen sehe ich jetzt erst. Puppenschnur. Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venichni Handwerksmaschine vorgenommen werden. Das ist übrigens diese Corporate, glaube ich. Diese Firma, die... die Puppen baut. Ne? In der einen Zeitung stand ja, dass die sich entschuldigen, etc. untersucht. Aha. Gut. Ja, würde ich schon noch gern ausprobieren. Bin ich early? Ah, guck mal. Krass. Und dann kann ich mich ranziehen. Fantastisch. Fantastisch. Okay.
Dann kann ich natürlich heftigst leveln. Wir haben auch noch 5000 im Petto. In Gepetto. Ne? Das ist ein schönes Hotel. Also wirklich Luxus pur. Hier könnte man einen guten Mafia-Film drehen. Oder einen Schachfilm. Ja, es gibt mehrere Wege, okay. Verschlossen. Dieses Hotel dient dann wahrscheinlich so als Ausgangspunkt. Als Safe Space. Hier ist wahrscheinlich auch verschlossen. Fest sogar. Fest verschlossen. Okay. Dann können wir nur hier lang. Und jetzt gibt's aufs Maul wieder, oder? Oder wie ist es? Okay. Ingame-Cutscene. Heftig. Er geht durch die Tür. Die Gewerkschaft ist Eigentümerin der gesamten Technologie für automatisierte Puppen in Grad. Die Arbeiten von Gepetto, dem Werkstattpräsidenten und genialen Handwerker, haben wesentlich zum technologischen Fortschritt in Grad beigetragen. Gepetto ist der CEO. Der Präsi. Okay. Aber sein Werk ist ja komplett eskaliert, wa? Bewölkter Morgen. Okay. Gut, das Level. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later. Ah, jetzt hört man den besser. Was war das denn? Ja, ich will jetzt mal Menschen abstechen, oder? Ich glaube, das Spiel hat Potenzial, richtig skrupellos zu sein. Stargazer aktiviert. Super. Ja, ich will aber direkt erstmal weiter. Ja, ich weiß, ich könnte leveln. Wie in Saus und Braus könnte ich leben. Okay, hier sind wieder nur Puppen. Okay. So weit, so gut. Das kennen wir alles. Ins Arschloch. Und jetzt. Puppenwahn scheint hier so ein historisches Ereignis gewesen zu sein. Okay, ich würde jetzt gerne mal LT benutzen. Oh. Ja, am Hundi, oder? Warum nicht? Oh. Okay. Cool. Oh, Range Dude. Komm mal her. Ah, shit. Ich visiere den Falschen an. Der hat gegen seinen Dude geschossen. Die können nicht durch sich durchschießen. Das ist ja geil. Aua. Hey. Oh. Kein Saft mehr. Okay, cool, cool, cool. Eine Truhe. Zelda. Ein Rahmen. Super. Okay. Ja, Leute, ich glaube, das war's erstmal. Wir klettern hier nochmal hoch. Aber Fazit ist, schöne Baseline. Level-Design mag ich, ist jetzt bislang nicht abwechslungsreich. Ciao. Aber passt. Man muss ja auch gucken, erstmal, ne? Also erstmal, ich fand jetzt nicht, dass die Demo irgendwie Unreinheiten hatte, bislang bei mir. Aber die Demo bietet wohl auch schon voll viel. Ist wohl eher so eine Art vorab schon mal rein, also ist wohl crazy. Hier können wir Shortcut freischalten. Zack. Ja, und ich würde mich nur über Schatten freuen, klar. aber ansonsten, ich glaube, da warten coole Mechaniken auf euch.
Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Die Eintracht spielt gerade wieder. Saison jeden Donnerstag und Freitag. Eintracht auf dem Twitch-Kanal Eintracht Spandau. Alles zusammengeschrieben. Abends. Oder folgt auf den sozialen Medienkanälen. Ich ja auch. Da können wir immer anfeuern. Vielleicht holen wir jetzt die Meisterschaft. Wir sind aktuell Tabellenführer. Das nur mal am Rande. Nee, wisst ihr, ist ja mein Baby. Eintracht Spandau. Ich verabschiede mich. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.